Rebel Yell French Oak. Eigentlich keine Seltenheit in Online-Shops und doch eine relative Rarität. Ja, es gibt nur 6000 Flaschen davon insgesamt. Was es damit auf sich hat, wie er schmeckt. Und ein kleines Schmankerl am Ende noch. Gibt es gleich. Hallo zusammen, willkommen bei The Bourbon Diaries. Rebel Yell ist eine relativ traditionsreiche Whisky-Marke in Amerika. Die Marke wurde kurz nach der Prohibition gegründet. Die ersten Rebel Yell Whiskys kamen dann wohl so in den 1940er Jahren auf den Markt. Heute gehört die Marke zu Luxco. Luxco wiederum gehört seit wenigen Monaten zu MGP, dem bekannten, vor allem Rye-Produzenten. aus Indiana. Mehr zur Marke und Geschichte von Rebel Yell wird es in anderen Videos geben, denn das wird uns noch häufiger begegnen hier auf jeden Fall. Kommen wir mal zu Rebel Yell, also zu dem... Ja, Rebel Yell ist eine der wenigen Marken, die Wheated Bourbons herausbringt. Die meisten Bourbons haben ja Mais, Roggen und Gerste in der Mashbill. Hier ist der Roggen mit Weizen ersetzt und daraus ergibt sich innen meistens einfach ein sanfterer, etwas flacher, süß, würzig. Eher weniger würzig, also süße Würze. Ja, die Roggenwürze, diese klassische Roggenwürze fehlt natürlich und das ist ersetzt durch ein bisschen was anderes. Der Weizen lässt eigentlich mehr Raum für diese anderen süßen Noten, könnte man sagen. Werden wir mal konkret, also die typische Rebel Yell Mashbill, die auch dieser hier hat, ist 68% Mais, 20% Weizen, das ist ziemlich viel, und 12% Gerste. Kommen wir jetzt konkret zum French Oak Finish. Ja, Alter, er ist so 4 bis 5 Jahre alt und ist dann nochmal 6 Monate, hat er nochmal einen Finish in frischer französischer Eiche bekommen. Wichtig, man liest manchmal auf Seiten, wir haben hier ein französisches altes Weinfass oder sowas. Das stimmt nicht, kein Weinfinish. Es ist frische, ausgebrannte französische Eiche. Warum das Ganze? Also es ist eine Art Sonderedition von Rebel Yell. Die geben nämlich jährlich spezielle Sachen raus. Das hier ist die von 2019. Da ist diese mit French Oak Finish erschienen. Und das ist nur für Europa tatsächlich. Also in den USA gibt es den gar nicht. Und daher auch diese strenge Limitierung auf 6000 Flaschen. Ja. Wirklich nicht viel, muss man sagen. Könnt ihr jetzt ausrechnen, wie viele Fässer das sind. Aber das sparen wir uns jetzt erstmal. 2019 gab es das hier. 2020, sei gesagt, gab es das Cognac-Finish, ist auch auf dem Markt. Und wie wir rausfinden konnten, wird im Herbst diesen Jahres voraussichtlich einer mit Portwein-Fass-Finish erscheinen. Ja, sehr interessant. Ja, ich würde sagen, schenke ein. Ja, man sagt französische Eiche ja, oder generell europäische Eiche ja ein etwas anderes Geschmacksprofil nach als der amerikanischen Weißeiche. Letztere, also die amerikanische Weißeiche, soll keine Bitternoten haben, nicht dieses Tanninige. Und der europäischen Eiche sagt man eher diese Bitternoten nach. So viel zum Theoretischen. Prozent Alkohol hat er. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt. Kribbelt bei mir. Ganz gut tatsächlich. Der hat eher so eine kribbelnde Kraft. Also nicht viel Tiefe tatsächlich. Ja, relativ flach vor, sage ich mal. Aber dafür irgendwas in der Nase kribbelt. Ja.
Ich habe Süße. Entfaltet sich. Muss, glaube ich, ein bisschen atmen auch. Ich habe so Traubenzucker. So irgendwas Fruchtiges, Traubenzucker, ja. Süße. Darunter ein bisschen Vanille vielleicht. Ja, könnten wir. Und dann irgendwas Süß-Säuerliches. Ja, das ist für mich auch, also ich habe Traubenzucker gesagt, aber da könnte man jetzt auch wieder sagen, so Säuer, so eine Fruchtsäure. Ja. Irgendwas zwischen orangig, aber auch vielleicht zitronig sogar fast schon. Ist ein bisschen sauer einfach. Also ja, wir haben so ein bisschen Vanille, aber auch fruchtige Noten, die irgendwie von süß bis sauer gehen. Nicht so tief, aber irgendwie eine gewisse Kraft. Und so ein bisschen was Prickliges ist auch da. Ne? Interessant auf jeden Fall. Okay. Ja. Cheers. 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 Ich habe einen ziemlich massiven Grundkörper, der für mich so eine herbe Eiche hat. Muss ich mal probieren. So herb, auch rangiert zwischen Eiche und Schokolade. Leicht zart bitter. Herb. Auch irgendwas Vanilliges. Das geht so in Vanilleplätzchen über für mich. Teig. Mhm. Vanilleteig irgendwie. Ich habe hier. Süßlich auch noch. Ja. Ich habe hier wieder die Frucht. Dieses Traubenzuckerige habe ich hier auch so. Wenn man so ein bisschen Traubenzucker im Mund hat. Geht dann auch über ins Traubige. Also nicht nur Traubenzucker, sondern auch so ein bisschen Traube. Sag mal so, ich verstehe, warum manche denken, der hat ein Weinfinish. Das verstehe ich. Ich habe hier so ein bisschen Weinnoten tatsächlich. Auch wenn er kein Weinfinish hat, aber... Das ist dieses Traubige. Ja. Ja. Mhm. Ja. Süß-traubig. Also, interessant. Auch irgendeine gewisse Fruchtwürze vielleicht? So ein bisschen? Ja. Schwer, das zu benennen, Frucht. Also Roggen kann es natürlich nicht sein. Nee, nein. An Roggen denke ich ja auch eigentlich nicht. Es ist eher so im Holz. Ja. Im Holz. So eine... Ins Bitter. Ja, da haben wir vielleicht diese Tannine von der europäischen Eiche. Also ja, das ist so... Für mich vereint der so was herb, leicht herbbitteres, tieferes, holziges mit so diesem traubig... Fruchtigen. Abgang. Abgang ist eher kurz und flach. Nicht mehr viel so richtig. Ja, ja, okay. Wo liegt der preislich? Das haben wir hier uns gar nicht aufgeschrieben. Aber ich meine, das ist so im Bereich 30, 35 Euro, maximal 40. Also ich habe ihn schon für 30 irgendwo gesehen, sagen wir mal 35. Also ich muss sagen, ich finde es eine runde Sache. Also für 30, 35 finde ich es angemessen. Man muss sich im Klaren sein, dass man einen eher etwas leichteren Bourbon hier hat, der trotzdem noch interessante Noten hat. Ja, aber ich finde schon, dass dieses herbe Tiefe da ganz schön reinschlägt. Und gibt natürlich kräftigere, tiefere und so, aber für diese 45% Region, finde ich, hat er schon eine gewisse Tiefe. Und ich finde ihn auch ziemlich speziell. Also man hat ja manchmal so Whiskys, wo man, oder also generell Bourbons, Rice, alles mögliche, wo man so denkt, das erinnert mich an Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Habe ich hier nicht. Also ich bin hier nicht groß erinnert an irgendeinen anderen. Er ist ziemlich unique, einmalig. Das kann man schon sagen. Das, ja, da würde ich dir zustimmen, auf jeden Fall.
Also ich glaube, ich mag ihn mehr als du. Kann das sein? Ja. Ich finde ihn gut. Für mich ist er halt für diesen Preis auch angemessen. Viel mehr muss ich dafür nicht zahlen als 35 Euro. Aber so das ist für mich angemessen. Ja, was mich bei dem einfach ein bisschen stört. Du weißt ja, ich bin sehr Wheated Bourbon Fan. Diese Tanninigkeit am Ende. Macht ihn vielleicht für den einen oder anderen interessanter. Ich mag es aber einfach eher diese Vanilligkeit, diese Teigigkeit, dieses Getreide, das gefällt mir gerne. Oder das gefällt mir einfach gut. Und also für dich ist er zu weit entfernt vom klassischen Wheated Bourbon in diesem flachen Vanilligen. Okay. Wenn wir im Preisbereich bleiben, würde ich mir vielleicht eher einen Larceny kaufen. Okay. Oder ein bisschen drauf, dann vielleicht den Makers 46. Das ist dann meine Alternative. Sehr interessant, den Makers 46 hat ja auch quasi ein French Oak Finish. Denn diese Stäbe im Makers 46 sind auch French Oak Stäbe. Ja. Aber wirkt sich anders aus. Ja. Ne? Verstehe. Kommt natürlich auch hier bei uns noch ran. Makers 46, auch spannend. Aber bleiben wir mal hier beim Rebel Yell French Oak. Ich verstehe, was du meinst. Man denkt nicht sofort an Wheated Bourbon, wenn man den hier hat. Ja. Ich finde das einfach schön, so wie es ist. Aber klar, wenn man jetzt sagt, ich will meinen Wheated Bourbon, so wie ich ihn kenne, dann ist das vielleicht dem ein bisschen entfernt. Ja. Du hast den Schmankerl erwähnt. Ja. Wir haben noch etwas Besonderes hier. Das ist nämlich dasselbe könnte man sagen, nur halt in Barrel-Strength-Variante. Also so war er im Fass. Das ist jetzt hier unverdünnt mit 61,43%. Steht nicht zum Verkauf, steht auch drauf. Also haben wir von einem Lachskoro-Repräsentanten, könnte man sagen, bekommen. Vielen Dank an der Stelle auch. Steht jetzt leider nicht zum Verkauf. Also ist jetzt einfach nur ein Eindruck, den wir teilen wollen, wie sich das so als Barrel-Proof-Variante macht. Und wir haben, es ist noch verschlossen, also wir haben hier auch noch nie das probiert. Ich fühle mich sehr gespannt und irgendwie ein bisschen geehrt, muss ich sagen. Also das muss jetzt gerecht laufen. Also lass uns ein bisschen noch behalten. Jo, ich bin zufrieden. Also, Rebel Yell French Oak Barrel Proof. Yeah. Farbe ist eher deutlich tiefer. Ja. Deutlich überraschend, dunkler. Nicht überraschend. Ja. Merkt ihr bloß, welcher ist. Obwohl, das glaube ich, wird man schnell erkennen. Ja. Uiuiui, also oh. Ui. Boah, Kraft. Noch nicht viel anderes als Kraft habe ich. Also kribbelt sehr schön in der Nase. Also ich habe noch keine Tasting Notes, die ich hier nennen kann, nur Kraft. Leichte Süße darunter, würde ich sagen. Ja. Vanille, Fruchtsüße, irgendwie sowas. Das ist, glaube ich, relativ stark hier. Aber mehr habe ich auch noch nicht. Lassen wir ihn ein bisschen stehen? Ja. Okay. Ist besser. Ja, immer noch sehr kräftig natürlich. Das will man ja auch gar nicht anders haben. Aber dieser Kick hat sich ein bisschen gelegt. Ne? Das war ein ganz schöner Kick eben. Also die paar Minuten Atmen waren nicht schlecht. Jetzt ist es ein bisschen von dem Kribbeling in das Tiefe umge... Ja. Switched sozusagen. Er erinnert mich jetzt auch mehr an den in den Noten. Also ich habe so ein bisschen was Eichiges. Und ich denke auch an Traube. Ja. Bisschen weniger süß. Also diese Süße habe ich nicht so. Mehr so schwer. Vielleicht. Ja, mehr schwer, genau. Ich habe auch was so Getreide trocken. Irgendwie so ein Getreidefeld. Ja. Reif, gereift, irgendwie so, wenn vielleicht man. Vielleicht so im Regen. Ja, so ein bisschen so dieses. Diesen Geruch, den das wirklich. Nasses Getreidefeld. Ich glaube, diese Note haben wir noch nie genannt. Nasses Getreidefeld. Ja, ungefähr so. Ja, doch, irgendwie schon.
Oder auch Heu? Das war also eher Getreide, okay, vielleicht schon. Ja. Könnte so in die Richtung gehen. Okay, wagen wir es. Ja. Cheers. Und Cheers auch nochmal an Laxco. Ja, danke. Also bei mir macht sich jedes dieser 61, noch was Prozent bemerkbar. 61,43. Gefällt mir sehr. Leg los, ich brauche einen Moment. Also, man spürt die 61%, wie du schon gesagt hast. Sehr kräftig. Meiner Meinung nach auch dieses Getreide, ich weiß nicht, wie man das nennen könnte, aber vom Geruch überträgt sich das so ein bisschen auf die Zunge. Mhm. So eine Trockenheit. Leicht vanillig, aber nicht zu sehr. Aber trotzdem diese irgendwie so ein wirklich schönes Getreidearoma. Dann aber auch, und das habe ich eher so Richtung Abgang ein bisschen, irgendwas Schokoladiges, Würziges, Vollmilch, Lebkuchen irgendwie, Backteig vielleicht, irgendwie sowas. Sehr, sehr schön. Abgang ist auch so ein kleiner Kick nochmal davon. Ja. Ich würde sagen, leicht bis mittellang vielleicht. Auch nicht zu sehr, aber man schmeckt diese bisschen. Wärme bleibt ja, relativ ja, lang, genau. Ne? Aber der Geschmack ist so mittellang vielleicht. Ja, ja, würde ich mich weitgehend anschließen. Wie jeder Barrel Proof in dem Bereich natürlich sehr wärmend so. Aber Alkohol gut eingebunden. Brennt überhaupt nicht, also ist einfach nur wärmend und voll, trägt viel. Führt das Ganze schon in andere Richtungen als der hier. Also man muss auch sagen, also zum Beispiel diese Traubennote, wenn überhaupt nur ein bisschen. Die geht ein bisschen verloren, kann man sagen. Die ist hier prägnanter. Ja. Jetzt ist es beim Riechen so, als hätte ich eine Mandarine da drin tatsächlich. Also ja, auch viel zu entdecken hier. Ich wünschte, wir hätten eine Flasche. Ja, irgendwas. So eine orange Frucht. Nicht gut in Orange. Ich habe jetzt auch dieses Gebäck, dieses Teigmäßige, was da ist. Also da macht sich der Weizen bemerkbar. Das ist typisch Wheated Bourbon. Oh, ja. Das gefällt mir so. Dieses flach vanillige, aber lecker. So. Auch drin. Schönes Ding. Bringt den bitte raus, Laxco. Glaube ich, würde sich gut machen. Ist aber, glaube ich, hoffnungslos. Das wird nichts, denn das ist so limitiert wie das ist, so wird dann das hier schon gar nicht erscheinen. Aber eine schöne Sache, eine schöne Erfahrung. Absolut. Ja. Cognac, den mit Cognac-Finish, der wird hier auch natürlich auftauchen, zeitnah, also so, dass es ihn dann auch noch gibt, irgendwie. Ne? Das war ja das 2020-Release. Und der mit Portwein, der dann halt Herbst 2021, also diesen Jahres, kommt, den werden wir dann natürlich auch mal haben. Bin ich auch schon gespannt drauf. Absolut. Portwein-Finish, da gibt es ja langsam auch schon ein paar Sachen, mit denen man das vergleichen kann. Ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns aufs nächste Video bei The Bourbon Diaries.